falsch. Dangerous Cool, wir sind richtig. Ah, das richtig. Wir sind vollkommen richtig. Oh wir sind yeah. Wirklich vollkommen richtig. Oh yeah. Wir sind wirklich vollkommen richtig. Oh yeah. Und ab jetzt puckert mein Herz hier wieder ganz böse. So. Moin Leute, es geht weiter mit Varo. Zusammen mit der guten alten Sturmwaffel. Wir wollen schnell hier auf den Server, denn die Sachen, die wir bei der letzten Folge eigentlich machen wollten, die so ein bisschen in die Hose gegangen sind, diesmal wird's was, Leute. Diesmal haben wir uns ein bisschen besser informiert, wieder neue Ereignisse, pipapo. Und jetzt müssen wir uns aber sputen, ne? Wo bist wir du? Haben keine Zeit okay. zu verlieren. Direkt so, hinter dir. Ne? Daher kamen wir, oder? Wir müssen ja, ich genau schon wieder aus dahin dieser zurück, Richtung. Wo wir herkamen. Das ist echt. Genau, ärgerlich, aber ne? Fehler sind menschlich. Richtig. Dementsprechend müssen wir uns beeilen. Jede Sekunde zählt. Ja, ich aber auch. Schon wieder ein bisschen nervös. Ja, ich weiß gar nicht wieso, es ist niemand auf dem Server abgesehen von uns. Ja, das kann aber jede Sekunde passieren. Das stimmt. Und wenn wir dann die Chance wieder verpassen würden, das wäre ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich, genau. Oh, Alter, ich habe schmackhafte Ruckler, ey. Was ist denn wieder los? Ja, wir können uns ja schon mal so ein bisschen rechtslastig halten. Wir müssen ja sowieso nach komplett rechts sein. Ja, stimmt. Meine ich zumindest. Also einfach hier. Zack. Du bist sowieso ein bisschen rechtslastig, ne? Was los? Ich glaube, ich bin der weiteste entfernt davon, rechtslastig zu sein. Ja, wo ja, bist ja, du? Genau. Ich bin was? Oma. Ja, genau, Alter. Ich ja, meine, genau. Ich werde hier einfach zum, mal ein paar... langhaarigen Obdachlosen erstmal sagen, wer rechtslastig ist. Also, oh, hier ist ein Apfel. Ich habe Apfel. Das ist gut. Oh, Alter. Was werfe ich denn mal weg? Geh schon mal weiter. Geh weiter. Ich habe ja auch keine Lust auf Fallschaden. Ja, jetzt laufen wir bestimmt wieder völlig falsch hier. Nee, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Okay, go. Also wir sind wieder mal auf der... Ich habe so viel Ärger kassiert von den Leuten. Ah nee, warte mal, ich muss das... Was ist dass ich mein Sharpness-Schwert hier die ganze Zeit an Mobs etc. kaputt mache. Ja, aber ich meine, so viel kann ich ja eigentlich gar nicht mehr kämpfen, als dass ich das Schwert kaputt machen könnte, oder? Das stimmt wohl, das wäre ein bisschen kompliziert. Ey, meine Video-Settings, ich kriege hier immer so Mikro-Ruckler. Dieses riesigen Level machen mich fertig. Ja, das, wo so ein ganz bisschen nachzieht, ne? Oh, ich bin mal ins Wasser gejumpt hier. Ja, ich auch. Bisschen Freischwimmer. Bisschen mehr ein Freischwimmer. Ich habe auch zum Beispiel nie gelernt, wie man perfekt krault. Kannst du nicht? Perfekt so... Nee, also ich kann zwar kraulen, um Gottes Willen, aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der war mal im Junioren-Nationalteam hier beim Schwimmen. Und wenn der krault, alter Schwede, das sieht aber wesentlich professioneller aus als bei mir. Ja, aber wenn man sowas auch so professionell mit einer Sportart betreibt, aber er sagt auch nicht mir so eben auch, dass meine Technik mehr als, also, ja, ist auf jeden Fall, Leute, falls ihr mich mal durchs Wasser... Schwimmen lümmeln. Seht, dann lümmeln. Wenn Paluten sich nicht mehr bewegt, ist es anscheinend nur seine krautträchtig und er wird nicht ertrinken. Ich finde, am chilligsten finde ich immer so schön auf dem Rücken und dann hier die Stars auf Rücken schwimmen. Ne? Ja, Rücken schwimmen bin ich großer Fan von. Ist chillig. Ja. Das ist einfach chillig. Ecco Mio laufen wir jetzt schon lange hier. Vor allem, was für Themen wir haben. Oh, kein Problem. Ja. Haben wir die Wand? Wir haben die Wand noch gar nicht gefunden. Nee, aber müsste jetzt gleich mal kommen, glaube ich. Ja, hoffentlich. Da bin ich auch für. Wer schmackhaft. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach links. Nicht, dass wir uns jetzt hier wirklich komplett... Doch. Das war doch die Wand, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, wir haben auch beim letzten Mal gesagt, hundertprozentig ist es da, wo das sein müsste. Und dann war aber auch, ne? Lecos Mio müsst, war das. Ich bin mir recht sicher, dass jetzt sofort gleich die Wand kommt. Vorne oder links? Oh, wo bist du denn? Ein bisschen einfach weiter im Wald. Einfach mal weiter gerade in die Richtung, wo wir hingehen wollten. Okay. Ja, hoffentlich. Ah, da, ich sehe dich. Weil hier ist ja schon wieder kein... Links ist ja... Ja, ist ja richtig. Okay. Rechts muss ja dann links kommen. Okay. Ein ganz normaler... Cool. Schrei doch nicht so, Mann! Das Team zerfällt! What's up? Sturmwaffe tötet Palin. Ja, ey, das wäre mal eine Idee. Nein, das wäre keine gute Idee. Das ist ein Apfel. Yay! Fehlt nur noch ein bisschen Gold. You never know, Alter. Dicker, wann kommt denn? Jetzt kommen ein paar mehr Ruckler. Da ist die Wand. Ah, die Wand. Das heißt, weiter nach rechts. Jo. Und dann müsste gleich da vorne irgendwo so ein Lavasee am Wasser kommen. So ein kleiner zumindest, nicht Lava. Okay. See. Leute, also noch ein bisschen weiter. Sorry für die kleinen Mikro-Ruckler, aber das ist hier einfach, dieser Dschungel ist einfach verhext. Ich sehe dich auch einfach, wie du dann in der Luft so hängen bleibst. Ja, das ist okay, super. Das ist alles richtig. Asozial. Super asozial von dir, Minecraft. Alter Schwede. Hashtag asozial. Hashtag. Oh, ich bin hier perfekt hochgeklettert. Das sah so ein bisschen aus, hätte ich das gewollt. War es aber nicht. Was ist das denn? Oh Mensch, Kuh, du bist aber...
Bei dir läuft irgendwas falsch. Dangerous, cool, wir sind richtig. Wir sind vollkommen richtig. Oh wir sind yeah. Wirklich vollkommen richtig. Oh yeah. Wir sind wirklich vollkommen richtig. Oh yeah. Und ab jetzt puckert mein Herzchen wieder ganz böse. So. Das okay. Ist gut. Ist es hier? Hab den Gang. Oh, nice. Das ist aber brandfrisch, oder? Ja, das ist brandneu. Na, brandneu ist es nicht, aber. Ist das ein Hund? Sind die Hunde da? Die Hunde von ihm sind noch da. Okay, was machen wir mit den Hunden? Ja, aber die Hunde können uns ja attackieren. Das ist deswegen nicht gut. Hundemord. Ist er so tief nach unten gegangen? Ja, psst. So, jetzt bin ich der Assi, weil ich die Hunde getötet habe. Jetzt müssen wir ganz schnell mal hier die Sachen ausbauen. Weil wenn jetzt gleich jemand kommt, haben wir Problem, weil es könnte jede Sekunde sein, dass sich hier jemand einloggt. Also bleib mal unten mit mir auf der Ebene hier. Okay, warte, ich will dir nur helfen. Warte. Boah, mein Herz schlägt. Das könnte jetzt genauso eine Aktion werden wie bei... Okay, schnell alles raus hier machen. Wenn er sich einloggt. Dann sind wir im Arsch. Oh, hier ist sogar eine Höhle, Alter. Alter, hier ist was richtig Fettes. Ja, bei mir. Oh, hinter mir. So, nochmal ein paar bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Du weißt, wo der dann spawnt, ne? Der spawnt hier. Genau hier. Okay, ja, dann können wir dadurch das Schild da aufstellen. Haben wir ein Schild? Also wir werden jetzt hier diesmal keine Arena, wir werden einfach ein Schild aufstellen. Und dann werden wir mal gucken, weil wir werden sowieso nicht Tag und Nacht irgendwie darauf warten, dass er sich einloggt. Oh, guck mal, hast du das? Achso, das hast du hier schon hingesetzt. Ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall gesetzt. Okay. Sollten uns auf jeden Fall nicht allzu weit hiervon entfernen, glaube ich. Ja. Also wir wollen jetzt zumindest erstmal eine größere Kampffläche, falls er sich wirklich gleich einloggt, was super unwahrscheinlich ist. Damals war das mit Tadel halt ein super kranker Zufall, dass er sich zufällig eben gerade eingeloggt hat. Kann aber uns natürlich auch jederzeit passieren, denn viele Leute werden sich natürlich auch noch denken, also von den anderen Teilnehmern noch, da komm, dann nehme ich doch jetzt mal auf, wenn der gerade mit auf dem Server ist. Ein bisschen Spannung. Ein bisschen Spannung halt, weißt du, sonst ist es so... Ab und an ein bisschen rohe, unzarte Kost. Ja. Also hier ist dann zumindest schon mal ein bisschen mehr Fläche. Ich habe letztens meine Schilder ein bisschen weggeworfen. Jo. Ich habe leider gleich auch die Eisenspitzhacke nicht mehr. Also das wäre zumindest schon mal eine etwas bessere freie Fläche. Ich hab so Schiss, Alter. Ich würde jetzt am liebsten einfach nur hier warten. Einfach nur assigst hier warten. Ich werde mal zumindest hier dieses Loch ein bisschen stopfen. Also es scheint ja wirklich auch momentan die einzige Lösung zu sein, so halt zu gucken, wo die Leute aktuell sind, das probieren irgendwie einigermaßen rauszufinden. Es viele jetzt sicherlich wieder sagen werden, wo wusstet ihr denn, dass der und der ist? Anders kommst du ja gar nicht genau, an die Leute ist ja, ran. Das war ja genauso wie bei Tadel, weil da ist ja, glaube ich, die Frage auch noch offen bis heute, wie wir das rausgefunden haben. Ja, und das ist einfach nicht so, wenn die Leute brandaktuell sind mit der Folge, weil man eben jeden Schritt auf dem Server verfolgen muss oder also aufnehmen muss, weiß man natürlich dann genau oder kann genau rekonstruieren, wo die Leute sind. Ja. Bei Early und Co. ist es natürlich immer schwierig oder auch bei anderen, weil die es halt auch immer unmöglich, weil drei die Folgen ist vorproduzieren so groß, genau. Und dann weißt du aber halt... Aber wie gesagt, das ist auch kein Vorwurf, so ist Maro halt, nicht. Aber es ist halt einfach dann aufpassen, nur... Ne? Achso, was denn? Nicht, dass du den gleich... Ich glaube, hier spawnt der spawnt genau da, wo du den Block hingesetzt hast, hier den unten. Nee, ich dachte, der spawnt hier unten. Nee, das ist genau hier. Oh, warte, dann das dürfen wir da aber nicht machen. Ja, deswegen, sag ich ja. Achso, okay. Einfach so lassen, dann machen wir eins, genau. Craftest du kurz ein Schild oder so? Ja. Ja, dann lass mal auf hier, ich hab ein bisschen... mir geht richtig Fluppe. Ich glaub nicht, dass ich kann ja mal kurz... Achso, oh, Digga. Ich hab gerade richtig Schock bekommen, weil bei Skype stand da eben eine Nachricht in der... Ne? Ja, das wäre schön. Und ich dachte so, oh, aber das weißt nur du. Ja, das war ich. Ja. Das war's. Das passiert manchmal. Okay. Wir hätten eigentlich auch noch mal Zeit, zu einem anderen Besucher zu gehen, oder? Ja, ist ein bisschen shit. Also, ich glaube, die Zeit jetzt hier sollten wir noch mal nutzen, jetzt gerade, wenn wir sie noch haben, um das ein bisschen mehr zu präparieren, also eine wirkliche Kampffläche zu kreieren, damit auch nicht mehr rumgeheult wird. Ne? Nach dem Motto, wir stehen dann drüber und fighten. Oh, ich habe so ein bisschen Schiss, das zu platzieren, Alter. Ich will mich jetzt nicht... Ah, ich muss mich dann auch in die Richtung... Bleib mal so hier stehen. Ja, irgendwie liebe Grüße von Sturmwaffel und Paluten. Und Sturmwaffel are watching you nicht besser? Ja, genau. Sturmwaffel, Paluten. Watching you. Was haben wir hier? Oh, hier ist direkt Lava. Das mache ich doch lieber mal zu hier.
Ja, hier wollen wir doch gar keine Lava haben. So, hast du dein Flint and Steel, hast du extra hingeworfen, oder? Ja, das habe ich extra hingeworfen. Hast du noch eins, oder? Ja, ich habe noch eins, ja klar. Also, gut, sonst können wir mal auch kurz hier, wenn wir schon immer bei unseren armüsanten Baufolgen sind. Ich meine, die Leute können ja auch gerne wieder mal in den Kommentaren raten, wer denn hier überhaupt sein müsste. Und wie gesagt, selbst wenn wir ihn verpassen, hat er hier seine kleine Nachricht, die wir auch seine schon bei kleine Nachricht bekommen, Tadel genau. hinterlassen haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier keine Todesarena, das ist einfach... Das ich hab jede Sekunde Schiss, dass da wieder jemand steht, ne? Da bin ich komplett paranoid mit so einem Shit. Ach, Quatschi. Seit Tadel bin ich da. Ja, okay, das war einfach... Da geht mir gerade die Pumpe wie sonst was, ey. Das wäre ein bisschen mehr Spannung. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn er sich jetzt hier einloggt. Ja, ich glaube, klatscht er uns beide. Ja, höchstwahrscheinlich. Nee, aber man würde schon längst was lesen. Was machst du denn hier hinten? Ich sammle Gold. Oh, ist ja ein bisschen Gold. Ja, das ist doch so. Hier dann auch nochmal kurz hier rein. Also Gold ist ja nie verkehrt. Hier ein bisschen tiefer. In die Höhle. Obwohl, ich sollte jetzt nicht zu weit mich von dir entfernen. Davon weggehen, ja. Nachher finde ich den Weg aber nicht mehr zurück und so, Hilfe. Ja, also mit den ganzen Höhengängen, die wir da schon mal hatten, das war ja auch richtig cranke Schisse, Mann. Hallo. So. Oh. Hallo. Geht's hier zurück? Mal kurz hier, ja. Achso, hier. Hallo. Hallo. Mensch, lock dich ein. Lock ja, ich bin auch. Das ist jetzt so. Ich dachte, das wird noch ein bisschen knapper behaftet sein, aber kann ja schon ein bisschen so im Pfeil spannen. Ja, genauso. Nebeneinander. Kommst du? Komm du. Bäm! Bäm! Warte dich. Lieber. Oh! Machst du denn? ich hab geswitcht und bin dann aus Versehen auf meinen Flint and Steel gekommen. Aber wie gesagt, wir könnten jetzt theoretisch wieder so eine Arena bauen, aber dann ist wieder das Geheule groß. Die Arena ist halt auch immer eine schöne Idee, aber Paul hat das auch schon mal ganz richtig gesagt. Das ist halt, wenn man es einmal macht, ne, dann. Ja, ne, hat sein Ding Reiz verloren. Ich fand einmal die Aktion fand ich unheimlich lustig. Ja, natürlich. Und bin war auch, cool. bin auch das von, ist so, vom so Timing hat das alles, genau. Und aber jetzt müssten wir eigentlich auch. Welches Lava? Selbst so müsste das Risiko eigentlich minimal sein. Wenn wir sofort wissen, die Äpfel sofort snacken, dann müsste das eigentlich alles wunderbar passen. Mhm. Wir sollten uns aber, wenn wir uns ausloggen, wenn möglich irgendwo. Ja, da hinten, ne? Ja, irgendwo hier platzieren am besten. Ja. Ich auch. Mach hier mal zu. Ja, genau, das wollte ich gerade auch machen. Gut. Zack. Sollte eigentlich am besten sein. Und dann ist es gut hier. Dann ist es keine so schlechte Sache. Und wir haben ja auch immer noch Ziel Nummer dos. Ziel Nummer dos, für die Leute, die schon fleißig am Raten sind, ist auch ganz hier in der Nähe. Vielleicht habt ihr das gerade eben schon bemerkt in der Umgebung. Sehr, sehr genau. Ja, aber ich bin kein großer Freund von OP-Äpfeln. Nee, die sind ziemlich ungeil. Und nach wie vor... Ist das hier noch Gold? Das wäre auch ein richtig geiler Kampf, wenn beide irgendwie einfach beide Parteien OP-Apfel haben, sich den einschmeißen, dann einfach nur voreinander stehen und 30 Sekunden warten. Ja, und danach wird dann weiter geklopft. Mhm. Ja, das ist echt so. So, Leute, hier ist wieder ein bisschen dunkel. Wo bist du? Da oben. Ich kurz hier. Ich darf mich auch nicht zu weit von dir entfernen, das wäre auch ziemlich uncool. Aber das sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand einloggen. Nee. Oder vielleicht doch? Ja, das ist echt jede Sekunde, ey. Wir haben noch Minute 40. Haben wir doch. Ich meine, das letzte Mal hat was gemacht, als wir gesagt haben, log dich ein! Oh, das ist so. Bitte, Mr. Soldat. Mr. Soldat, bitte. $5, Mr. Soldat. $5 in, ja. Ich habe mir, gestern habe ich diese South Park-Folge gesehen, die ist, glaube ich, auch schon etwas älter, wo die ganzen Religionen sich zusammenschließen und wo Kyle so einen auf Märtyrer, a.k.a. Jesus etc. macht. Mm. Weißt du, wo er dann so diese Fürze immer, yam yam Fürze. Ja, ja. Das ist so behindert. Die Folge ist auch so mega behindert. Ich fand das auch gut, diese Prophezeiung, dass irgendein ein dicker Junge mit kleinem Penis irgend so eine Kuh anmalt oder so. Was war also das nochmal? Ja, das war in dieser Folge. Echt? Ja, klar, das war doch die Prophezeiung. Ich kann mich da nie immer so genau dran erinnern. Ich muss unbedingt nochmal ein paar Sachen wieder schauen. Ich habe früher echt oft South Park geguckt, aber früher ist halt auch echt schon dann wieder 4-5 Jahre her. Und jetzt habe ich dann immer nur einmal die neue Folge und dann gar nicht mehr.
Alleine, wie du das sneakst. Ich bin so drauf am Luschern einfach so. Das ja, die Frage, aber das Gute ist eigentlich, dass wir sowohl bei Option A als auch bei Option B letztlich, ja, wenn wir wissen, dass eine der beiden Parteien einloggt, dass wir bei beiden eigentlich reagieren können, um dann hoffentlich dann in der nächsten Folge gut Action zu bieten, weil das ist ja eigentlich unser Ziel. Wir wollen den Zuschauer unterhalten und dann muss einfach Action-Schmaction her. Und deshalb sind wir eben auch hier hingegangen, weil das verspricht einfach am meisten Action. Die letzte Folge, Leute, da hat das Ganze ja leider nicht so gut funktioniert und wir wollen uns ja gerne prügeln, nur man muss sich die Prügeleien hart erkämpfen, weil ja, das stimmt, niemand fightet freiwillig gegen ein Zweierteam, das ist genau, ganz klar. Genau, das ist abgesehen, definitiv klar. Man hat Tränke oder so. Oder ja, man hat Tränke und OP-Apfel oder so, aber dann ist es ja auch immer noch so die Geschichte, dass wir halt einfach laufen können. Ja. Also, sag mal so salopp daher, einfach mal laufen. Ja. 30 Sekunden laufen ist schon echt viel. Aber ich meine, wir haben uns ja auch jetzt auf einem offenen Raum, sage ich immer noch, sehr, sehr gut gegen jemanden geschlagen, der deutlich besseres Equipment hatte als wir beide. Und beide Parteien haben super meiner Meinung nach super reagiert, schöner Fight. Es hat einfach Spaß gemacht. Es war nett. Definitiv. Also auch spannungstechnisch, da war ich. Zum Teil natürlich kann man sagen, schade, dass Castcraft nicht gestorben ist, aber nach dem Fight, meiner Meinung nach, hätte es irgendwie keiner verdient. Das war so ein definitiv schöner Schlagabtausch und dadurch, dass er alleine war, er hatte halt den OP-Apfel dadurch den Vorteil und damit war das gut, dass beide noch am Leben sind. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich anders denken, wenn er uns nächste Folge slayt oder so, aber genau. Schauen wir mal. Perfekt. Also stellen wir uns mal hier oben hin, würde ich sagen. Dann können wir uns auch langsam raus. Der Wecker hatte schon geklingelt. Oh, der Wecker hat schon geklingelt. Okay, genau. Okay. Dann, gut, dann loggen wir mal kurz aus. Genau. Wir loggen aus und wäre geil, wenn er jetzt genau gejoint wäre. Ja, das wäre wirklich... Komm doch mal schnell. Nee, sieht nicht so aus. Ja, gut. Ich hoffe, unser Plan wird ein weiteres Mal aufgehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und dann gibt's hoffentlich... Tschüss. Tote. Bitte nicht wir. Tschüss. Bitte nicht wir, genau. Tschüss.